Ausdauer 9. Das ist ein Schreibfehler. Seht ihr das? Da ist ein Glückssymbol. Ausdauer 16. Es ist überall. Es ist ein... Einmal. So, jetzt gucken wir auf unsere Stats. Glückswert 50. Ausdauer 12. Die Boots haben 12 Ausdauer. Ne, 12 Glück und 6 Ausdauer. Jetzt die Botten umsonst gekauft. Kommt das gerade so vor? Wartet mal. Nee. 9 und 16. Würde ja bedeuten, dass wir jetzt... Glückswert ist immer noch 15. Hä? Fliegt 70% Schaden, Durchbrechwert in plus 1. Ja, die sind trotzdem besser. Wir hatten ja eh die Tokens dafür, also passt das. Siehst du, ich wollte off-camera Zeug sortieren, das habe ich vergessen. Na gut, wir haben eh noch eine Quest. Mal sehen, vielleicht mache ich das zur nächsten Aufnahme, wenn ich das nicht wieder vergesse. Das ist mir gerade eingefallen, wo ich dachte, oh, wir haben die ganzen Taschen voller Scheiß. Da stehen ja auch noch die drei Kisten. Holt hier nochmal aus- und umsortieren. Ach ja, ich wollte gerade... Ich weiß wieder, was ich wollte. Ich wollte zum Museum. Klamotten. Da. Also, hä, das bleibt auf der anderen Seite. Interessant. Lass mal den ganzen Kram hier mitnehmen und mal gucken, was wir zusammenbauen. Das weiß nicht. Was wir zusammenbauen können. Wir rennen mal zum Museum. Vielleicht passt das. Ja, gut, es ist 18. Wollen wir schon irgendwo sein? Nee, ne? Land. Ja, das ist verdammt groß, ne? Warte auf den Termin. Hängt dieses lustige Schild, denke ich mal, noch hier? Mit Schmiro? Ja, es hängt immer noch da. Ach. Uhr. Vergiss nicht, Elsie, es zu finden. Wenn ich jetzt wüsste, wo, ist das kein Problem. Klinik, nee. Was sagt der Questlog? Wo ist sie denn? Ich soll mich mit ihr treffen, aber wo? Warte auf den Termin. Wird mir die auf der Karte angezeigt? Nee, ne? So gut bin ich nicht mit der, so dicke. Grace verlangt nach etwas. Geld? Tja. Wo ist die Bekloppte denn?
großartig. Das ist so ein Kritikpunkt an dem Spiel, dass in solchen Fällen, wie in einer letzten Aufnahme, wo, ja, dann und dann zu dir in dieser Uhrzeit, war sogar im Voice, war sogar vertont, wo sie sagt, ja, dann nächsten Tag, dann und dann. Vielleicht 19 Uhr, dass noch was angezeigt wird. Und dann wartest du den nächsten Tag und dann, ja, verkackt. Und so, ja, okay. Ich meine, es ist early. Da passiert sowas, aber trotzdem scheiße. Wenn es im Voice Acting so drin steht, sorry, aber dann, also wenn es hier wirklich audiomäßig noch dargestellt wird. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Hi, Mian. Mian, hallo, 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 hi, hi, hallo, hey, hallo, hi. Hallo, Mian, hallo, red mit mir, hallo, hallo. Die ignoriert mich. Nicht höflich. Und? Sei pünktlich. Ah. Ach so, 19 Uhr ist der Termin angesetzt. Oder ne, 21 Uhr, bis wir ab 19 Uhr müssen wir dann dahin, verstehe. Geh mal vom Pferd runter, nicht, dass es plötzlich weg ist. Das kenne ich nämlich nur aus Porsche. Good. Here. Shh. Don't make a sound. Give me the goods. I'll place them. Then we play the waiting game. Wo ist sie denn? Psst. Sei leise. Weißt du, da ist keiner. Was will sie denn da anlocken? Ein Vogel oder was? Oder ein Hund oder eine Katze oder ein Elch? Was ist das denn? Halb Hund, halb Kaninchen oder was? Und jetzt stirbt er. Badums. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Tja, keine Ahnung, was du falsch gemacht hast. Entschuldigung. That dang varmint is more clever than I done thinked. Ach, das ist ein Fuchs. Think you can outsmart me, do ya? Next time, you better believe next time there won't be a next time. Next time, or my name ain't Elsie, the rootinest, tootinest yak girl this side of the U. Oh, dieser Südstaaten-Akzent in Anführungszeichen, ist es die typische texanische oder was das sein soll? Jetzt habe ich aus Versehen auf den Tisch geballert. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr in der Aufnahme. Oh, das ist ganz schön anstrengend bei der Mädel, ey. Oh gosh, no. I went and hurt the little bugger. All I ever wanted was to have a little fun. Hey, you know what this means, don't you? We gotta track him down again and patch it up. First, we need to get some medicine. Can you take care of that while I try to track it down again? Let's rendezvous as soon as possible. Moment mal. Das war S? Okay. Yeah. Pretty scary, huh? Okay, catch you soon. So, was will sie von mir? Medizin. Warte. Hey. Hallo. Hey, there you are. Ja. Looks like you got some good stuff there. Habe ich zufälligerweise dabei. I tracked it down to a general area. Come on. Das geht direkt weiter. Cool. Ja, ich jag mir den Weg, weißt du? Ich wollte eigentlich ins Bett, Mann. Es ist spät. Mian macht so eine Scheiße nicht mit. Also, oder mit mir, hast du gesagt. Da ist es ruhiger. Da ist es doch, ne? Da hinten. Wo ist sie hin? Wie sind wir noch da vorne geportet? Oh je, das arme Vieh.
Bugger. Eat up. It's good for you. Solltest vielleicht nicht auf das Vieh springen, dann geht das auch. Jetzt vergiftet. Hä? Hat sie dem Würmer gegeben? Well, aren't you a little cutie? Come on, we're friends now, ain't we? Don't be afraid now. Last time was just a misunderstanding, you hear? Ja, es war... Real good care of you from now on. Es war ein Missverständnis. Du bist ja auch wie eine Irre auf das Vieh losgesprungen. Klar war das ein Missverständnis. Da hätte ich auch Schiss. Would you look at that? Looks like all's forgiven, I'd go so far as to say. Ja, warte, nur bis du dich umdrehst, dann zieht er die Knarre und du bist fertig, Elsie. Let's take was? You back to the ranch, all right, little one? I won't let any more mean old yak girls cause you no harm. Mhm. Well, all right. I think I can take things from here. Come visit our new friend here at the ranch when you get a minute. Thanks for the help. So long for now. Neuen Freund, ja. Eine Meerkatze. Meerkat. Plaudern. Screech. Okay, kein Ton. Willst du was fressen? Medizin? Hab ich was zu essen da? Süßkartoffel. Kaktusblatt. Hier hast du eine süße Kartoffel. Das gefällt dir bestimmt, oder? Ja, so ein bisschen. Okay. Gott, das Pferd sieht creepy aus. Oh je, jetzt aber ab in die Haya-Papaya. Sonst sehen wir morgen wieder aus wie frisch aus dem Sarg gepellt. Alter Elsie, ne? Du sagst, ich habe ja nichts gegen Klischees, hätte ich was gesagt, aber ich bin der Erste, der so humortechnisch so da jeden Scheiß mitmacht und so, aber boah, wie gesagt, ihr Akzent, Dialekt, wie immer du so schimpfen willst, das ist sehr anstrengend. Und wir haben ja noch die Partnerwahl, in Anführungszeichen, wir müssen uns ja noch auf eine Herzensdame hier festlegen. Und ohne Flachs, ich glaube, die Elsie, ich hatte die in Betracht gezogen, aber die geht mir mit ihrem Akzent so sehr auf Zünder. Ich glaube, bis jetzt ist es so Mian meine Präferierte, die ich anpeilen möchte. So there I was, outnumbered, a million to one. Whoa, did you just see that? He's really close to the tracks. Yeah, no kidding, we should probably... Oh fuck. Train's coming. Was? Quicktime Action, Alter, ich hab das fast nicht gesehen. Hä? Das ist doch. Das ist doch hier, ich kenn dich doch, Mint. Hey, cool. I was feeling sleepy when I got off the train last night. And. Warum hast du auf den Gleisen geschlafen? Naja, so ähnlich. Wer bist denn du? Oh, I'm Mint. I was sent here by the Ataran government to inspect a railway bridge. Ich kenn ihn. Oh, da freue ich mich. Mint aus Porsche. Oh, wie cool. Besuch aus Porsche. Where can I find City Hall? I'm supposed to talk with Mayor Trudy. Hold your horses, pal. You're not getting off that easy. I don't care if you're the Deacon of Medi. Here in Sandrock, everybody subscribes to a little tenet called responsibility. Ja, stimmt. Also, das ist blöd gelaufen. Es hätte auch schief gehen können, oder? What if we hadn't showed up? You'd be in the hospital right now, at best. Ja, genau. Also, da hat Justice recht. Also, im Krankenhaus, er wäre hops. Next time you feel like taking a nap, check your surroundings. Ask yourself questions like, am I near any heavy machinery? Am I in a den of monsters? Do I smell gas? This line of thinking may save your life one day, because we're not always going to be there. You got it? Das stimmt. I'm sorry, sir. I'll try to be more careful from now on. Yeah, you do that. All's well that ends well, I guess. Hey, Builder. Me and Unsure got a patrol. Can you do me a solid and take the inspector here to City Hall? I'd feel a lot better if you went along. Na klar, das mache ich doch gerne. Thanks. Unsure? Let's ride. Autobots, roll out. Please, lead the way. Cool.
Der Inspektor. Inspektor Gadget. Krass. Ich hatte eigentlich auf anderen Besuch aus Sandrock, Sandrock aus Porsche gehofft, aber Mint ist schon ziemlich cool. Quest wollte ich gucken. 19 Stunden Zeit. Okay. Was passiert, wenn wir ihn nicht wegbringen? Kommt er mit? So, können wir nochmal reden? Positive Einstellung, Sandrock, genau. Okay, schade. Na dann. Das mit dem Quicktime war ziemlich cool, aber im ersten Moment so, was? Ich habe nur gerade so das... Also, ich weiß nicht, ob mir Entwickler zuschaut, wahrscheinlich nicht. Aber falls sich jemand hier vererben sollte von den Entwicklern oder Beta-Testern von Sandrock, das Quicktime-Event, richtig cool, aber das Icon für Klick die Maus, das muss größer. Das ist zu klein. Vor allem 19 Stunden Zeit bis zum Rathaus. Mein Pferd ist weg. Ah, der Doktor. Was? Was? Schlafmütze? Hitzkopf? Wie hast du das richtig gesehen? Kennen die sich? Well, hello. It seems the two of y'all are familiar. Indubitably. This is Sleepy at, Mint. We grew up together. Ah, wie cool. Mint, you're here on behalf of the Ataran government, I presume? Der strahlt ja richtig. So kennt man den Doc ja gar nicht. Yeah, that's right. I've been working as an engineer around the Free Cities. They've sent me here to make sure your bridge is good to go. Nice to meet you, Mayor Trudy. I'm Mint. Pleased to make your acquaintance as well, Mr. Mint. I'm afraid Mayor Trudy is out at the moment. I'm Minister Matilda. I'll be taking over for her until she gets back. I hadn't expected your arrival so soon, Mint. We may need to continue this discussion a bit later. I must say, though, what a coincidence! The director's childhood companion waltzing in to inspect the bridge he toiled so hard on. And we here at Sandrock do appreciate the good doctor's work, don't we? Actually, I wasn't finished talking about my robot, but never mind that. Speaking of inspection, Sleepyhead, did you bring your inspection equipment? Ah, I didn't. I knew it. Never change, Mint. Do you know what you need? Yeah, I need a magneto-inductive inspector to test the stress. All right, I've got it. Can you help? I'll draw up a diagram for Mint's missing equipment and send it to you. Please check your mailbox tomorrow and build it for us as soon as possible. Thanks. Klar. Well, if you're not ready for me, Minister, I could maybe use a rest. It's been over 10 minutes since my last nap. So, where is the local hotel here? Hotel? Nonsense. You'll be staying with me. I am certain you will find my research center far more hospitable than that old milk shack. Well, okay. Ah, well, let's not get in the way of these two peas in a pod. Looks like they have a lot of catching up to do. So long. Das ist super. Oh, wie cool. Ich freue mich. Ich freue mich. Juhu. Oh, ich meine... Hi. Okay, mehr Quatsch da aktuell nicht. Ah, das ist ja richtig cool. Einwandfreier Zustand, warte auf die Anleitung. Jo, jo, jo. Das machen wir. Besuche die Einweihungsparty. Das sollten wir vielleicht direkt mal machen. Da, kann ich noch? Moment. Ach du Schande. Oh, what? Okay. Tänzerschuhe, okay. Ich bin nicht so der Tänzer, aber die Klamotten sehen eigentlich ganz cool aus. Ausdauer. Warum ist da zweimal Ausdauer dran und das eine ist ein Glückslogo? Ich verstehe das nicht.
Naja. Was ist das denn? Ach, Karte umbenennen. Nee, die Werkstatt bleibt Batcave. Da benennen wir nichts um. So, dann gehen wir mal zur Einweihungsparty. Puh. Oh, dann können wir eigentlich gar auch nochmal gucken wegen dem Mikrochip. Einweihungsparty. Muss ich denn da hin?